der Schiffskoch der wichtigste Mann an Bord? Nein, natürlich nicht, aber der zweitwichtigste. Wenn das Essen nicht stimmt, stimmt gar nichts. Die Mahlzeiten sind der einzige Höhepunkt des Tages. Darauf freut man sich und das sollte schon gut schmecken und von vernünftigen Zutaten bereitet werden. Wenn wir einen Koch hatten, der vielleicht faul war, bequem, keine Lust zum Kochen hatte, dann konnte es schon passieren, dass die Seeleute ihm einen großen Topf voll Suppe quer durch die Kombüse schleuderten, sodass er erst mal 3 bis 4 Stunden mit Saubermachen beschäftigt war. Essen ist sehr, sehr wichtig an Bord. Denn wenn die Mannschaft unzufrieden ist, dann wirkt sich das natürlich auch auf deren Arbeitseinstellung aus. Wir hatten immer den Spruch, wie die Verpflegung, so die Bewegung. Ja? War die Verpflegung schlecht, dann haben wir auch nicht gut gearbeitet.